der ganzen Welt sind sie bekannt, die innovativen Produkte der Horizont Group Korbach. Bei Sicherheitsdiensten, bei den Straßenmeistereien, aber auch im Bereich Animal Care. Jeder Tierhalter kennt sie, diese Produkte der Horizont Group Korbach. Innovativ und technisch auf dem höchsten Stand. Horizont Group sichert sich durch innovative Ausbildung, wie zum Beispiel durch das Forschungslabor, Nachwuchs. Hier werden elektronische Bauteile zur Schaltung verlötet. Hier sieht man einmal kurz eine LED-Lauflichtschaltung. Dazu wurde die Leiterplatte geätzt. Dann wurden Kondensatoren, Vorwiderstände und ein IC verbaut. Die dritte Station befasst sich mit dem 3D-Druck. Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, virtuelle Schriftzüge in die Realität umzusetzen und mit dem 3D-Drucker auszudrucken. Von der Steuerung, das wird zum Beispiel ein Zylinder, der von der angesteuert werden kann. Die Station 6 befasst sich mit der Steuerungstechnik der App. Da das Horizont-Gebäude mit einem hochwertigen Smart-Home-System ausgestattet ist, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Heizung oder Lichtsteuerung per Handy zu bedienen. Team Forscherwerkstatt der Firma Horizont. Einmal die Sabrina Heidel forscht im Bereich Mediengestaltung. Genau, ja. Dann der Colin. Ja. Ist, Elektroniker im zweiten Layer. Und? Jetzt Mechatroniker im zweiten Layer. Sie haben ja heute hier einiges vorgestellt. Sie haben auch schon einen Preis gewonnen. Was war das denn eigentlich für ein Preis? Letztes Jahr sind ja Titelverteidiger. Ja, das war letztes Jahr der Innovationswettbewerb und da haben wir mit dem Roboter teilgenommen und der hat dargestellt einen Produktionsablauf, wo wir eine Dichtung in den Deckel gespritzt haben mit dem Roboter. Okay, dieses ist ja nun, ich sag mal, übergreifend. Ne? Das ist einmal die Elektronik, das Handwerkliche und dann kommen Sie mit dem Design, der Darstellung und der Präsentation, was hier erarbeitet wird. Wie wichtig ist es denn, da auch ein bisschen Grundkenntnisse von Elektronik zu haben? Also so viel Ahnung habe ich von den elektronischen Sachen nicht. Ich bin halt eher dann für das Optische zuständig. Naja, aber man muss das ja auch entsprechend präsentieren und da muss man doch schon mal wissen, was die Firma so ein bisschen macht hier im Bereich Elektronik. Das weiß ich auch, ja. Grundsätzlich zur Ausbildung hier bei Horizont, wie ist das mit Weiterbildung, Berufsschule oder wurde ja auch gesagt, eigene Ideen zu präsentieren, oft werden ja, ich sag mal, aus Ideen, Projekte und dann erfolgreiche Produkte, wenn man die Geschichte des Computers mal sieht, hat der IBM-Chef in den 60er Jahren gesagt, er sieht irgendwo drei Computer weltweit und für PC überhaupt keine Anwendung. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie manchmal Ideen im Kopf haben, wo Sie gerne sagen, müssen wir eigentlich mal probieren, mal sehen, was bei rauskommt? Ja, also wir werden da auch in die Projekte und das tägliche Geschehen der Firma gut mit einbezogen und können uns auch immer dazu äußern und auch mitwirken quasi. Das heißt, also wird auch schon Wert drauf gelegt auf unsere Meinung. Jetzt sind wir ja im ländlichen Bereich, das heißt gerade was Animal Care betrifft, kennen wir alle, wir kennen Weiden, wir kennen Kühe, wir kennen Zäune, wir kennen Schafshaltung. Ist das für Sie dann auch hilfreich zu sagen, naja, ich bin ja nicht nur Theoretiker, ich weiß eben, was der Schäfer, der Landwirt und so weiter eigentlich braucht, weil wir selber aus diesen Bereichen kommen? Ja gut, allein schon wenn man bei uns mal zu Hause oder egal wo man hier im Kreis mal durchs Feld geht, man sieht eigentlich immer Artikel von seiner Firma dann und gut, man merkt halt schon, dass es nötig ist und dass auch jetzt hier die Firma auch Zukunftsperspektive hat. Bleibt einem da beim Spazierengehen dann vielleicht auch schon mal die Idee und sagen, Mensch, das könnte man eigentlich verbessern jetzt, gerade was Witterungsschutz für solche Geräte angeht oder dann die Lebensdauer und sagt man, die Litze ist, hängt nur noch an drei Fäden, das ist ja oft bei diesen Pferdelitzen so. Trotzdem soll der Zaun ja sicher sein, dass einem da schon mal die Idee kommt, sagen, da müssen wir mal irgendwas verbessern. Ja gut, bestimmt schon mal drüber nachgedacht, aber ich muss sagen, ernsthaft Gedanken drüber gemacht habe ich auch nicht. Dann wird das wohl jetzt so sein. Sie haben alle ausgelernt in einem Jahr?
Ich habe 2020. 2020, also in 2 Jahren. Und die Perspektive dann hier einen innovativen, guten Job zu finden, hier in der Region zu bleiben, ist das für Sie eine Perspektive? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang der Ausbildung war ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich hier bleiben möchte, weil ich auch schon ein bisschen weiter weg wohne eigentlich. Aber jetzt so nach einem Jahr, da war ich mir dann schon ziemlich sicher, dass ich mich hier wohlfühle und gut aufgehoben bin und kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dann nach der Ausbildung in einem Jahr einfach hier wegzugehen. Und bei Ihnen? Also ich muss sagen, ich mache mir da relativ gar keine Gedanken, weil auch, wie Herr Kerstin schon sagte, die technischen Berufe werden immer gesucht hier. Man sieht eigentlich fast jeden Freitag oder Samstag Stellenausschreiben in sämtlichen technischen Berufen und da ist halt immer Anwendungsbedarf. Ja, also ich habe eigentlich auch vor, erstmal nach der Ausbildung hier zu bleiben. So an sich, es gefällt mir und wenn man sich auch erstmal gut eingearbeitet hat und dann schon die 3,5 Jahre hier ist, dann kennt man ja auch schon die ganzen Abläufe und ist eigentlich schon ganz gut dann. Wie ist denn das Bauchgefühl für die Titelverteidigung jetzt in Frankfurt? Also ich denke, wir haben gute Chancen wieder, auch wenn wir jetzt schon 3-mal in Folge einen Titel geholt haben. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Projekt. Ja, wir haben jetzt keinen Roboter entwickelt wie letztes Jahr, aber ich denke, das Thema spielt eine große Rolle zurzeit und dass wir da gute Chancen haben. Ist sicherlich für die Nachwuchsgewinnung von Firmen eine tolle Ideenanschluss. Ihr Gefühl? Ja, ich habe auch eigentlich ein gutes Gefühl, aber ich denke dann halt schon wieder so, machen die es, dass man 4-mal in Folge gewinnt, ob die dann denken, das kann man nicht machen oder... Oh. Ja, ich habe eigentlich auch durchweg ein gutes Bauchgefühl bei der Sache. Ja, vielen Dank. Ich drücke die Daumen und vielleicht das nächste Interview dann der 4. Mal der Sieger. Vielen Dank, viel Glück. Ja. Frauke Süring vom Metallarbeitgeberverband Nordhessen, zuständig für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Okay, und Udo Kersting ist hier der Ausbildungsleiter. Guido, ja, dann schreiben wir mal. Guido Kersting ist hier der Ausbildungsleiter bei Horizont. Fangen wir eigentlich mit Ihnen an. Herr Kersting, schöne Präsentation. Chance auf den 4. Gewinn in Folge mit einem neuen Idee, das gar nicht so sehr die Technik im Vordergrund stellt wie Roboterbau oder Fertigungsstraßen, sondern einfach, wie können sich Unternehmen mittels Projekten Nachwuchs rekrutieren. Genau, das ist genau die Intuition, die dahinter steckt. Wir versuchen mit dieser Forscherwerkstatt, die wir hier im Unternehmen anbieten, junge Leute dazu zu technischen Berufen zu begeistern. Wir versuchen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, Mechanik, aber auch Teilbereichen wie beispielsweise Produktdesign im Rahmen von 3D-Druck oder auch Social Media versuchen wir hier Workshops anzubieten oder bieten hier Workshops an und versuchen hier in den Bereichen die jungen Leute zu begeistern und damit natürlich auch fürs Unternehmen zu gewinnen. Frau Süring, generell ist nichts Neues, das Nachwuchsproblem in vielen Branchen, aber besonders in den technischen Berufen, die ja oft heute sehr anspruchsvoll sind, aber auch durch Innovation, durch Änderung im Bereich Technik, Elektronik ganz großen Veränderungen unterliegen. Wie wichtig sind solche Aktionen wie hier bei Horizont? Es ist eine tolle Idee, dass sich Unternehmen da wirklich was einfallen lassen, um eben in Zeiten des Fachkräftemangels da auf die jungen Leute zuzugehen. Das Konzept überzeugt, weil es interaktiv ist und auch einen hohen Spaßfaktor hat. Jetzt haben wir aber generell das Problem, nicht nur in Nordhessen, sondern bundesweit. Wurde vorhin schon mal angesprochen, es wird ausgebildet und weg sind sie. Beziehungsweise gerade im ländlichen Bereich wird zwar viel auch von der Politik gemacht, aber es reicht nicht, um junge Leute zu halten. Wie müsste man da als Arbeitgeberverband agieren? Genau, indem wir eben wirklich immer wieder werben für unsere Branche. Das tun wir auch auf ganz vielfältige Art und Weise. Wir sind zum Beispiel mit unserem Infotruck auch in den Regionen vor Ort an den Schulen, um für unsere Branche zu werben, um die Attraktivität der Berufe einfach darzustellen. Der Truck ist ein absoluter Eyecatcher, ein Highlight unserer Branche und wird sehr stark gebucht. Und damit gelingt es uns auch an den Schulen schon frühzeitig in den 8. und in den 9. Klassen
junge Leute für Technikberufe zu generieren. Jetzt ist Horizont ja jeder, der irgendwas mit Viechern zu tun hat, ich sage das mal so salopp, die im Freien gehalten werden, in der Weide gehalten werden, weltweit ja ein Begriff, aber auch im Bereich der Sicherheitstechnik, was Lampenleuchten, Baustellen, Ausleuchtungen, Feuerwehren, Polizei und so weiter betrifft. Ist es da eigentlich auch wichtig, ich sag mal, dass man von der Idee zum Produkt, oder keine Idee ist unnütz, um sie nicht zumindest mal zu diskutieren, viele Projekte im technischen Bereich, kein Projekt ist schlecht genug, dass man es nicht zumindest bis zu einem gewissen Punkt einfach mal nach vorne bringt, um Innovationen zu machen. Ist das auch das Ziel, das Sie in Ihrer Ausbildung versuchen zu vermitteln? Genau, das ist natürlich als Hersteller innovativer Produkte ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen unsere Produkte stetig weiterentwickeln. Denn wer sich nicht weiterentwickelt, der hat im Wettbewerb, sage ich mal, relativ wenig Chancen. Aus dem Grund versuchen wir hier mit dieser Maßnahme der Forscherwerkstatt junge Leute zu gewinnen, die sich für die Technik begeistern und auch uns damit weiterbringen. Dass zum Beispiel so eine Forscherwerkstatt auch für die Auszubildenden, die jetzt schon hier tätig sind, die Möglichkeit gibt, selbst innovativ Projekte zu entwickeln, die man dann dem Werk, dem Unternehmen vorstellt und sagt, guck mal, jetzt, wir haben vorhin mal kurz über die Zäune für Schafe gesprochen, die ja nun anderen Anforderungen entsprechen müssen, seit die Wölfe wieder da sind, dass man sagt, ich habe das und das entwickelt, guckt euch das mal an. Das ist das Schöne bei der Forscherwerkstatt, sie wird komplett betreut von den Auszubildenden. Das heißt also, in den Projekten selber haben sich die Auszubildenden selber verwirklicht. Die Fragestellungen, die sie selber für sich gestellt haben, können sie dementsprechend natürlich auch weitergeben an die Teilnehmer der Forscherwerkstatt. Und das bringt uns auch immer weitere Ideen oder neue Ideen für unsere Produktentwicklung. Frau Seelink, ist das Modell hier Forscherwerkstatt übertragbar auf andere Bereiche für Unternehmen, die Sie vertreten? Auf jeden Fall. Also diese Forscherwerkstatt ist im Moment noch sehr innovativ von der Konzeption her, aber ich kann das nur unseren Mitgliedsfirmen empfehlen, was Ähnliches auf die Beine zu stellen oder zu konzipieren, eben weil der Spaßfaktor da sehr groß geschrieben wird, weil auch dieses Interaktive da überzeugt. Und es ist auch wichtig, Jugendliche, die eben auch in Zeiten von Multimedia aufwachsen, auch anzuleiten, selber mal was zu erproben, selber was zu erforschen. Das bleibt hängen. Und wenn dann noch im Endeffekt die Bilanz gezogen werden kann, hier hatte ich Spaß, hier könnte ich mir vorstellen, in dem Bereich ein Praktikum anzufangen oder eine Ausbildung zu starten, ist das wunderbar. Vielen Dank, Frau Kösering, Metallarbeitgeberverband Nordhessen, und Guido Kersting, Ausbildungsleiter hier bei Horizont Korbach. Vielen Dank. Danke.